So, das ist das in Planung. Jetzt würde ich allerdings ganz gerne die 4 Aux-Stations setzen. Wo? Das ist eine gute Frage. Also wir haben bisher da eine. Da unten haben wir noch keine. Also da, hier drüben müsste gleich auch noch eine kommen. Ich hänge gerade irgendwo fest. Hier bei der Ölgeschichte, ja. Das muss ich überprüfen, ob und was ich davon überhaupt noch alles brauche zunächst. Also Aux-Station da, Aux-Station da, Aux-Station da. Das heißt, naheliegend wäre auf jeden Fall hier eine. Auf derselben Höhe wie die da. Das mache ich jetzt aber mit den Mauern hier. Also die, das obere Ende des Dings ist hier. Lalalalalala. Und dann gehe ich jetzt so weit einfach nach Westen, bis wir ungefähr auf der Höhe sind von der anderen Aux-Station. Was hier irgendwo sein könnte? Jo, fast genau. Okay, das könnte ich jetzt noch mit der Mauer machen. Aber ich denke, ich mache das einfach so. So. Da. Ich setze jetzt erstmal hier hin, damit ich mir merken kann, auf welcher Höhe das ist. Dann reiße ich hier die weg. Und mache dich jetzt hier hin. Dann müsste es ja auf der richtigen Höhe Ost-West zumindest schon mal sein. Schumini schon mal rein. Jetzt überprüfe ich nochmal hier. Warte. Das sieht nicht richtig aus. Genau, das ist ein... Oh, doch. Ja, also ich bin ein paar Minuten her geschwankt, aber ich habe es jedes Mal ausgeglichen. Sollte jetzt okay sein, das untere da. Das heißt, wir haben jetzt komplette Abdeckung, was Strom angeht. Die überlappen sich ganz schön, kann das sein? Ja, tun sie. Aber wir brauchen uns eh nicht weiter unten. Das ist okay. Wo ist mein Abreißdingens? Da. Reiß das bitte ab. Komplett alle Strommasten weg. Die Fischkiste kann auch weg, ja. So. Dann kommt der Roboport hier auch weg. Und wird... Roboport war jetzt unter der Aux-Station jeweils, ne? Hier ist es drüber. Ich wette, drüben ist es nochmal anders. Ach. Ah ne, da ist auch drüber. Okay, okay, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann kommt das hier weg. Alles. Und du kommst da drauf. Und die Alien-Lampen, die ich gerade nicht sehen kann, da. Komm unten runter. So. Also. Bis zu den Bluttanks können jetzt alle Pfosten weggemacht werden. Innerhalb der Basis hier im Osten zumindest. Das ist schon mal beruhigend. Also auch die da. Das heißt, die kompletten Fabriken sind jetzt alle schon versorgt. Das wollte ich übrigens auch noch im Auge behalten, wie es mit den braunen Chips aussieht. Du kannst weg. Mhm. Allgemein, du da kannst auch weg. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, was die Höhe hiervon angeht, aber das können wir später auch noch anpassen. So, du kannst weg und wir machen das dann alles über diese... Oh, wir haben wieder die Nikolaus-Haus-Geschichte. Das ist auch noch ein Andenken aus der letzten Staffel. Wobei die da wesentlich näher beieinander standen als hier. Ja, also darauf können wir uns jetzt beschränken. Auf die Roboports da. Wobei ich die gerne demnächst ersetzen würde durch... Dreier Roboports. Dafür bräuchte ich allerdings Zeug, das ich nicht habe. Was für Zeug? Bau mal 5-mal Robo-Array MK3. Bau es 4-mal nur für den Fall, dass einer probiert wird. Und den guckst du das Rezept bitte nochmal an. So, und jetzt geht's auf einmal. Okay. Also, ein Dreier Roboport. Strom sieht wieder nicht gut aus. Ja.
Moment. Wir haben gar keinen Strom gerade aus den Generatoren. Habe ich da was kaputt gemacht? Kann es sein, dass ich keine Anbindung habe an die gerade? Das wäre jetzt nicht so gut. Ach so. Ich glaube, die Aug-Station ist gerade verwirrt. Die ist jetzt nur angeschlossen an das untere Ding. Okay. Jetzt? Nein. So, so ist schon besser. Wir haben jetzt kein Backup-System mehr. Das kann ich jetzt also auch theoretisch hier killen. Oh. Doch, haben wir noch. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das nicht doch damit drin ist oder nicht. Weil ich glaube, die Aug-Station hat jetzt Zugriff auf das da, auch wenn es nicht so wirklich verbunden ist. Naja, mach. Den da bitte mal weg. Oh, und die haben wir überschrieben, also haben sie keinen Strom mehr. Ja, Wasser fällt gleich aus. Das ist nicht gut. Aber ich kann jederzeit die Verbindung wiederherstellen, dass das Ding jetzt Strom bekommt. Die könnten mal raus. Ich hoffe, dass es gleich wieder Tag wird. Ja, ist noch ein wenig friemlich mit den Dingern. Also ich komme immer noch nicht hundertprozentig damit klar, wann, wo jetzt welche Stromabdeckung ist und wann nicht. Sei es drum. Was wollte ich noch machen? Mein Inventar sieht total zerwüstelt aus. Ich wollte den Roboport ersetzen. Das war am besten... am besten der da. Der ist zwischen recht vielen Fabriken und den Ressourcen. Also überschreib dich mal. Und schmeiß das Zeug da rein. Fest liegt auf dem Fußboden, das ist nicht schön. So, Repair Packs da rein. Roboter sehe ich keine. Die wurden wohl gleich wieder ausgeschmissen. Das ist schön. Dann. Holz das. Wir haben. Was ist hier los? Ich habe was kaputt gemacht. Wieso? Die sind irgendwie nicht verbunden. Aber sie überschneiden sich. Ich hatte ganz einfach eine Theorie gehabt, dass ich die Aug-Station später mit Hilfe von Poles verbinden muss. Weil sie zwar Gebiet abdecken, aber weil sie sich nicht verbinden sonst. Weil man sieht halt kein Kabel. Und irgendwie scheint dem auch so zu sein. Entweder das oder wir haben ähnliches Problem wie bei den Alien-Lampen. Dass je nachdem, wo wir stehen, denkt das System, ist es verbunden oder nicht. Was sehr lästig wäre. Und mal eben alle unsere Akkus gekillt hat. Und immer noch killt. Ja. Unangenehm. Okay. Derweil. Lass das mal weiter nach da wandern. Ein bisschen weiter kannst du noch. Machen wir so da hin und nehmen den weg. Ne, zwei Felder weiter nach rechts. Ah, drei dann halt. So. Das heißt, die sind jetzt auch alle wieder mit drin. Strom? 7 Giga, du.
Ja, weil es nur das Ding ist und nicht verbunden mit dem. Also wir brauchen definitiv eine Anbindung an das eigentliche Stromnetz. So. Okay, 30 Gigajoule. Das heißt, jeder davon wird so an die Außenmauer angeschlossen. Weil die Außenmauer eh einmal rumgeht, das ist quasi unser Rückgrat. Die Mauer mit den Türmen. Das heißt, wir machen auch hier. Und verlängern dann einfach immer das Ding hier. Die dazwischen brauchen wir jetzt gar nicht mehr. So, vielleicht. Wir werden immer im Weg stehen. Ah, so geht er noch. Okay. Da muss ich noch was Besseres überlegen. Aber jetzt will ich erstmal, dass es funktioniert und wir die schönen Akkus überall zur Verfügung haben. Du da weg. Weg, weg. Du brauchst allerdings eine Verbindung. Das heißt, wir machen jetzt hier die Verbindung nach da und da. So. Du bist jetzt verbunden mit dem Öl. Und das Öl ist verbunden mit gar nichts. Da war den Bluttank haben wir in Verbindung. Ja. Das heißt, wir sind jetzt hier unten rum damit und damit verbunden. Okay, 33 Gigajoule, alles okay. Ich dachte jetzt ernsthaft, dass die ganze Fabrik wieder, also die ganze Basis lahmgelegt ist. Was nicht sehr schön wäre. So, du zieh dich mal weiter nach da. Überlappt sich da hinten, ist okay. Oh. Nee, ist nicht okay. Naja, doch. Also das Ding ist falsch platziert, das ist mir aber egal. Hauptsache, es funktioniert so, wie ich denke. Das heißt, theoretisch können wir nicht die Türme hier hinten mit der Augstation versorgen, aber das ist ja eh egal, weil die haben ja noch ihre alten Masten da. So, jetzt hätte ich gerne dich weg. Weg. So. Angriff im Norden. Das ist die neue Richtung, aus der sie jetzt ab und an angreifen. Forschung steht gerade still, fällt mir auch auf. Das ist nicht gut. Brut, brut, brut. Mach Forschung. Ja. Aha. Okay. Ja, also die lila Chips schalten jetzt die blauen Chips frei. jo. Das heißt, wir müssten jetzt die blauen Grisselbretter irgendwo automatisieren. Okay, fang das mal bitte an, das ist wichtig. Dann habe ich hier zwei Türme. Ansonsten haben wir hier im Nordwesten gar keine Verteidigung. Ah doch, die Topaz-Türme. Okay. Trotzdem nicht besonders viel. Daran müssen wir arbeiten. So, damit müssten wir jetzt langsam auf die 40 Gigajoule kommen. Sollte doch eigentlich reichen, oder? Okay, der Wald da kann auch weg. Du bist autosave. Wald weg. Komische rumliegende Bäume auch weg. Noch mehr Wald weg. Tin. Ja. Ist allerdings nicht im direkten Einzugsbereich. Packen wir dich mal einfach dahin. Kriegst du sogar eine Alienlampe, wenn wir noch eine haben. Ja, hier.
Und Vierer-Drills. Irgendwie platziere ich die immer sofort alle. Ich weiß auch nicht. Bau bitte Dreier-Drills dann zumindest. Und zwar hierbei sowohl Gold als auch Tin. So 50-50. Da und da. Und ihr kriegt jeweils eine Kiste, dass immer genug davon vorrätig ist. Schön. Das gleiche müssten wir... Bei Blei bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir da schon was automatisiert haben.